unterwegs in einer verlassenen Gaststätte. Hier soll es wohl auch noch eine alte Kegelbahn unten im Keller geben und vielleicht auch noch so das ein oder andere Highlight. Sabrina und Anja von Lost Places Discovery begleiten mich heute und wir schauen jetzt mal, was wir für euch finden. Bleibt dran, viel Spaß mit dem Video. So, wir gehen jetzt hier rein durch den Eingangsbereich. Ja, wir kommen jetzt hier direkt in den Thekenbereich. Vorne sind Anja und Sabrina. Richtig schön auf dem Stuhl, schön die Sitzbänke hier, wo die Leute dann damals wahrscheinlich hier gemütlich gesessen haben, ihr Feierabendbier genossen haben und wahrscheinlich auch was gegessen haben. Das sieht schon aus, als wäre das ein ganz schönes Lokal gewesen hier. Ich bin mit dem Licht heute mal so ein bisschen dezent. Wir haben hier sehr, sehr viele Fenster. Jetzt gehen wir hier mal so an den Tresen. Zapfanlage, das Spülbecken. Gehe ich hier mal weiter. Oben auch sehr großer Tresenbereich. Ist ja Wahnsinn hier. Und da hinten war auch noch eine Küche. Also gab es hier wahrscheinlich auch Speisen. Nicht nur Getränke. Ich überfliege jetzt hier die Theke. Wir haben hier einen Kalender von 2010. Ja, und dann ist hier die ehemalige Küche. Das ist hier leider alles nicht mehr so schön. Sehr dreckig. Ich guck mal für euch, was es hier zu essen gab. Salate, Schweineschnitzel, Filettöpfchen, also gute Hausmannskost. Hier standen halt die Küchengeräte über der Abzugshaube, die ist noch da. Der Rest ist leider schon abgebaut. Ja, in der Küche gibt es jetzt für euch leider nicht mehr viel zu sehen, außer sehr, sehr viel Dreck. Und ja, nicht sehenswert. Ich gehe jetzt mal zurück hier in den Raum und dann gucke ich mal, was ich für euch sonst noch finde. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Hier ist ein riesengroßer Festsaal. Das kann meine Lampe jetzt gar nicht alles einfangen hier, wie groß das ist. Hier ist eine Bühne. Ja, mächtig groß. Unfassbar viel Vandalismus und Schmierereien leider hier. Ganz schlimm. Wow. Hier in der Mitte sind überall die Tische aufgestellt, wo auch noch so einige Dinge draufstehen. Vielleicht hat man hier mal so eine Art Hausflohmarkt stattfinden lassen, um hier noch ein bisschen Geld und Kapital rauszuholen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Saal hier. Ja, wurden hier so richtig schöne große Festivitäten abgehalten. Ne? Da hat man hier noch so eine Effektlampe von früher, Leuchtmittel, mit so einer bunten Drehscheibe oben drauf. Hier liegt noch der Weihnachtsdeko. Also wirklich sehr, sehr, sehr groß. Also ich würde jetzt hier mal schätzen, der Raum hat ja seine 40 mal 20, vielleicht 25 Meter bestimmt. Richtig, richtig groß. Dann ist hier noch ja, so ein Theken- oder Empfangsbereich. Auch hier reines Chaos. Wahnsinn. Ja. Hier steht übrigens noch aus der Küche ein Elektrogerät. Das müsste die Haubenspülmaschine sein, wenn mich nicht alles täuscht. Die lässt sich jetzt aber nicht auf. Achso, die ist hier mit dem Kabel hier gesichert. Aber ja, das ist die Haubenspülmaschine aus der Küche. Also scheint man hier wirklich versucht haben, zu haben, noch etwas Geld einzunehmen. Hier hat man noch so alter allerlei Musikkassetten für die jüngeren Zuschauer von euch. Ja, ich weiß, ihr kennt das nicht mehr. Ja, ich bin damit noch aufgewachsen. Mixtapes holen auch heute noch. Ja, das ist schon cool zu sehen, dass hier noch so ein paar echt alte, schöne Schätzchen dabei sind. So, dann haben wir hier noch einen Raum. Geht es dann aber runter.
runter in den Keller. Das werden wir gleich tun. Und dann gucken wir mal, was ich da für euch finde. Hier könnt ihr sehen, dass man diesen Saal auch noch abtrennen konnte. Hier gab es so Vorhänge mit dem Schienensystem an der Decke. Da konnte man hier den Raum noch verkleinern. Hier haben wir noch ein Sofa stehen, nicht der hübschesten Art. Ja, also hier ist sehr, sehr, sehr viel ganz schlimme Schmierereien. Dann haben wir hier noch ein Musikinstrument. Das tut mir jetzt leid, aber ich kann nicht genau sagen, was das ist, ob das jetzt eine elektrische Orgel ist. Also hier kann man Piano-Sound abspielen oder Gitarren-Sound. Das erscheint mir sogar tatsächlich noch in recht gutem Zustand, dafür, dass hier sehr viel wirklich sehr, sehr schlimm aussieht. Hier haben wir den Vorhang. Ja, und dann sind wir jetzt live on stage, wie man das so schön sagt. Ja, auch hier noch so einige Deko-Sachen. Schöne Sachen. Hier liegt noch so ein bisschen mehr drin, alte Bücher,
Monster der Tierwelt, so Dokumentationsbücher. Oh, ja, und hier kommt halt Fahrtdurchnässe, seht ihr da hinten in der Ecke, die Decke runter. Dann haben wir hier noch so Ersatz-Leuchtstoffringe. Die kenne ich auch noch von früher, so eine Lampe hatten wir früher im Badezimmer. Ja, gut, viel mehr gibt es jetzt hier nicht zu sehen. Dann gehe ich hier mal wieder aus dem Bereich raus und ja, dann gucke ich mal, was wir hier noch Schönes für euch finden und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Gucken wir mal, was wir hier finden. Hier ist wieder eine Stahltür. Ja, hier steht allerlei Gerümpel in der Ecke, inklusive einem Benzinkanister. Und vorne sehe ich Anja und Sabrina. Dann gucken wir mal. Oh, was haben wir denn hier? Ja, Freunde, guckt mal. Das sieht mir doch mal schwer. Jawohl. Nach einer alten Kegelbahn aus. Ja. Auch hier Schimmel, Befall, Feuchtigkeit ohne Ende. So, dann gehe ich die Bahn hier mal lang. Okay. So. Oh wei, ja, da geht es schon runter. So, und jetzt haben wir hier ja, die Tafel, wo dann hier die Kegelbrüder und Kegelschwestern gesessen haben und ihre ja, Kegelduelle geliefert haben, hier so mit verschiedenen Spinden wahrscheinlich pro Spieler. Daneben ist noch so ein abgetrennter Bereich, ist wahrscheinlich noch eine zweite Bahn. Schauen wir mal gerade. Jawohl. Da haben wir dasselbe nochmal. Hier hängt auch noch der Automat. Dann sehe ich mal zu, dass ich hier jetzt wieder schnell wegkomme. Das ist nämlich hier echt nicht gesund. So gar nicht. Sieht auch richtig, der Boden ist klatschnass. Hier, wenn ich irgendwo hintrete, seht ihr das? Gibt richtig nassen Fußabdruck. Deswegen mache ich mich jetzt hier mit der Kegelbahn ganz schnell wieder von dannen. Dann schauen wir mal, ob wir hier unten noch irgendwas Cooles für euch finden oder nicht. So, guck mal, hier haben wir wie so eine alte Tiefgarage. Hier steht auch noch alles Mögliche oben aus dem Lokal. Da steht eine alte Kaffeemaschine. Dann haben wir hier noch zwei alte Nähmaschinen rumstehen. Auch irgendwie alles hingestellt, als wäre es vielleicht mal so ein Flohmarkt geworden. Wahnsinn. Ja, Sebastian ist ja auch dabei. Hi. Ja, richtig interessant hier oben. Ja, das kann man wohl sagen. So, ja, dann haben wir hier noch einen alten Spielautomaten stehen, Kegelbälle, alte Skier, ja, Kartons und so weiter, hier sind noch Aktenordner drin, da gehe ich jetzt gar nicht näher dran, das möchte ich euch gar nicht zeigen. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Werkzeug rumliegen, Feuerlöscher. Guck mal hier, hier haben wir einen Formelsportreifen. Ja. Und hier hinten in der Ecke steht tatsächlich ein VW Käfermotor. Ja, ist mir noch bestens bekannt. Ich habe ja mal so einen VW Strandpalier besessen. Das ist ein VW Käfermotor. Ja, Boxermotor, gegenläufig. Ja, klasse. Dann wird hier vielleicht mal jemand einen VW Käfer untergestellt gehabt haben. Man weiß das nicht. Also ganz, ganz toll. So einige Exponate hier noch in dem Raum. Ich gehe Anja und Sabrina jetzt wieder hinterher. Ich glaube, hier unten gibt es jetzt nicht mehr wirklich mehr zu sehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Leider ist die Abmoderation verloren gegangen, deswegen danke ich euch fürs Schauen dieses Videos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch immer freuen und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!